Vielleicht besorgen wir uns doch erstmal den Schlüssel aus dem Krankenhaus. Weil dann können wir nämlich direkt in den Keller gehen, wenn wir das Kellerrätsel gelöst haben. Ach, hätte ich mal Doppelklick gemacht. So. Jetzt kommen wir bestimmt in die Leichenhalle. Wir haben nur einen Versuch. Ja? Hallo. Liefern Sie was? Ja. Lieferschein. Hm, in Ordnung. Das Paket? Habe ich hier. Okay. Darf ich jetzt rein? Nein, darfst du nicht. Was ist mit deinem Ausweis? Meinem, was? Dein Besucherausweis. Du musst dir vorne einen Besucherausweis geben lassen. Ach, kommen Sie. Was soll der Mist? Ich will nur das Paket in die Leichenhalle stellen. Und dafür brauchst du einen Ausweis. Das macht den Spaß, oder? Könnte man so sagen. Da würde ich mal drüber nachdenken. Okay, wir brauchen noch einen Ausweis. Wo kriegen wir denn einen Besucherausweis her? Wir fragen Sie mal. Kann ich einen Besucherausweis haben? Hi. Hallo, Mr. Michaels. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gern einen Besucherausweis. Den brauchen Sie nicht. Der ist nur wichtig für Lieferanten. Aber Sie tragen doch auch einen. Dick, der Wachmann da drüben besteht darauf, dass auch alle Angestellten einen Ausweis tragen. Ich bin da nicht so penibel. Besucher sollen sich nicht auch noch mit Papierkram rumärgern. Verstehe. Das heißt, es kann jeder einfach so auf die Station? Nein, nein. Jeder muss sich vorher hier anmelden. Sie müssen sich um Ihre Mutter keine Sorgen machen. Natürlich nicht. Sie liegt ja nur im Koma. So war das nicht gemeint. Ach, nichts. Hat sich schon erledigt. Hm. Wo kriegen wir einen Besucherausweis vom Krankenhaus her? Vielleicht hat der Arzt jetzt einen, den wir klauen können oder so. Oder wir ziehen nochmal die Kabel und gucken, ob wir irgendwo... Ich dachte, da liegt noch einer. Hier. Der Monitor zeigt die Vitalwerte meiner Mutter an. Puls, Atmung und so weiter. Da ist nur die Waage, ist kein Besuch. Ich zieh nochmal das, ich kann das Kabel nicht mehr ziehen. Wo kriege ich denn den Besucherausweis her? Vielleicht draußen aus einer Mülltonne oder so? Der Arzt im Diner mit, ja, stimmt. Wir gehen mal in Diner. Oh. Hey, wir können Sie mal fragen. Sobald mein Mauszeiger aufhört, rumzuglitschen hier. Was hat sie denn weggeworfen? Vielleicht sehe ich mir das mal näher an. Hinweise im Müll, hä? Hm. Ist ein Versuch wert. Bäh, ein betörender Geruch. Mhm. Also, was haben wir hier? Mülltüten mit Essensresten, Verpackung, Servietten und... Hey, das sind ein Haufen Papierschnipsel. Oh, juhu, wir dürfen ja ein Puzzle lösen. Das könnte in der Tat interessant sein. Mehr von Interesse ist nicht... Okay, Cabriolet. Aufdringliches Teil. Vermutlich eine Touristenkutsche. Besonders Europäer verwechseln Neuengland gerne mit Kalifornien und meinen deshalb... Ja, das hat er schon mal gesagt. Okay, das sind wir gucken die Papierschnipsel uns das mal an. Aus dem Müllcontainer am Diner. Mal schauen, ob ich sie zusammensetzen kann. Ah, das gute alte Puzzlerätsel. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ist zum Glück noch ein Text hier, ne? Oh Gott, ey. Es ist meine persönliche Hölle, diese Puzzles. Das wird oben sein. Das ist irgendwo rechts. Und links. Himmel, Arsch und Zwirn. Das wird unten sein. Okay, das gehört dahin. Das gehört... Nicht dahin, aber irgendwo nach oben. Ja, alles klar.
weiter rechts, würde ich sagen. Okay, versuchen wir erstmal die Ränder irgendwie hinzukriegen. Das Problem, das ich immer habe. So, und alles, was irgendwie oben ist. Das da zum Beispiel. Ja, sieht gut aus. Okay, jetzt rechts. Das ist weiter unten rechts. Und noch was von rechts. Das da. Ich weiß nicht. Haben wir noch mehr rechts? Hier haben wir noch ein links. Scheint ja was Längeres zu sein. Hm. Das ist auch noch was. Das kommt da eher. Ja, das passt da. Wenigstens bleibt das zusammen. So. Unten links. Das kann nur dahin kommen. Okay, es ist ein großer Brief. Es ist ein großer Brief. So. Dann arbeiten wir uns mal am Rand entlang. Wo haben wir denn noch Rand? Hier haben wir noch Rand. Haben wir noch mehr rechten Rand? Ja. Ja, da fehlt auch noch eine Kleinigkeit. Das, ja. Okay, jetzt haben wir quasi noch Deutschland über. Okay. Hey, das läuft erstaunlich gut hier. Viel einfacher als die restlichen Puzzle-Rätsel, die ich so hatte. Aus dem ersten Teil. Das hier läuft, ist quasi ein Selbstläufer. So. Hurra. Tja, ich glaube, das ist ein Brief von Fuller an Mrs. Biber. Vielleicht sogar der, den ich ihr gestern in die Hand gedrückt habe. Dann lesen wir mal. Liebste Claire, ich bin etwas enttäuscht, dass du nicht gar nicht mehr in Besuch kommst. Vermisst du all unsere gemeinsamen Stunden gar nicht? All den Spaß, den wir hatten? Schau dir die Bilder an. Du siehst so zufrieden und friedlich aus, findest du nicht? Ich sag dir, dir hat es auch Spaß gemacht. Und du traust dich nur nicht, es einfach zuzugeben. Hast du Angst, dass es rauskommt? Wäre ja auch zu peinlich. Eine verheiratete Geschäftsfrau muss auf ihren Ruf achten. Was würden die Leute sagen? Und was würde dein Mann mit dir machen? Das wäre ein Skandal. Aber davor werde ich dich beschützen. Ich und 15 Ben Franklins stehen zwischen dir und der Schande. Ich erwarte die Verstärkung bis heute Abend. Bringen Sie mir und ich werde mich ein paar weitere Wochen mit den Bildern vergnügen. F. Also das war echt mal ein richtiges Schwein, ne? Das kann man ja nicht anders sagen. Anscheinend. Das ist zumindest ein Beweis, dass Fuller Mrs. Biber erpresst hat. 15 Ben Franklins sind $1,500. Aber ob das der Polizei reicht? Sie werden fragen, womit er sie erpresst hat. Und Biber würde alles abstreiten, wenn man sie fragen würde. Ich muss herausfinden, womit Fuller sie erpresst hat. Und ich bin mir sicher, die Antwort befindet sich hinter der Geheimtür. Ja, ja. Wer weiß, was er für Fotos hat, ey. Vielleicht ist sie fremdgegangen und er hat sie fotografiert oder so. Ach, guck mal. Der hat bestimmt einen Ausweis hier. Der Doc hat seinen Ausweis fürs Krankenhaus dabei. Vielleicht komme ich da irgendwie ran. Ich weiß einfach, wie das Spiel funktioniert. Entschuldigung, Dr. Newhouse? Ja, bitte? Fragen wir ihn einfach alles. Wissen Sie, wie es meiner Mutter geht? Oder soll ich lieber jemanden im Krankenhaus fragen? Ich war heute Morgen schon bei deiner Mutter, Darren. Keine Veränderung. Und ich denke, wir sollten das als gutes Zeichen nehmen. Hat das medizinisch fundierte Gründe? Oder ist das einfach nur Wunschdenken? Optimismus schadet nie. Also ist es nur Wunschdenken. Darren. Danke, Doc. Haben Sie diesen Mann gesehen? Er war gestern im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Ich glaube nicht, dass ich ihn gesehen habe. Frag doch mal die Schwester. Hier im Diner war er auch. Ja, das stimmt. Ich glaube, er hat sich mit Mrs. Biber unterhalten. Fällt Ihnen sonst noch was ein? Leider nein. Okay, dann müsste die ja eigentlich was wissen über ihn. Toter Fuller. Wie wurde der alte Fuller umgebracht? Erstochen. Oh, das darf ich dir wohl nicht sagen. Die Untersuchungen laufen noch. Glauben Sie, ich verrate es der Presse? Ich habe schließlich für ihn gearbeitet und will nur wissen, was passiert ist. Nun ja, er wurde erstochen. Geht es etwas genauer?
Man hat fast ein Dutzend Mal auf ihn eingestochen. Kein schöner Anblick. Ist er verblutet? Ja. Nicht unbedingt. Es könnte auch der Schock gewesen sein. Vermutlich sind auch lebenswichtige Organe verletzt worden. Fuller hatte also freie Wahl, woran er krepiert. Da wollte jemand auf Nummer sicher gehen. Darren, du solltest wirklich nicht so über einen Toten sprechen. Der Tote interessiert mich nicht. Mich interessiert der Mörder. Okay. Leichen alle. Wie ich gehört habe, gibt es in Ihrem Gesundheitscenter auch eine Abteilung für die weniger mobilen? Eine Leichenhalle? Oh ja, das ist richtig. Wir sind ein kleiner Ort. Wir Ärzte aus dem Gesundheitscenter sind auch für die Leichenbeschauung zuständig. Muss man dazu nicht speziell ausgebildet sein? Falls es nur den kleinsten Hinweis auf ein Verbrechen gibt, kommt selbstverständlich ein erfahrener Pathologe aus Portland vorbei. Das heißt, Fuller wurde noch nicht untersucht? Nun, wir warten noch auf den Pathologen. Wir haben ihn nur vorbereitet. Und machen die Krankenschwestern ab und zu mal lange Finger bei den Privatsachen der Toten? Unverschämtheit, natürlich nicht. Diese Dinge liegen ordentlich verpackt in der Leichenhalle, wie es sich gehört. Danke. Danke. Polizei. Taugt die Polizei in Biddeford was? Wie meinst du das? Trauen sie ihnen zu, den Mörder zu fassen? Ich bin sicher, sie werden ihr Bestes geben. Na dann. Das Beste Immerhin ist nicht gut wir genug. Noch nie so einen Fall. Sie meinen, es ist nicht so schlimm, wenn sie den Falschen haben, weil sie ja noch üben müssen? Ich bin sicher, dass der Inspektor den Fall aufklären wird. Ausweis. Was ist das denn für ein Ausweis, den Sie da tragen? Der ist vom Krankenhaus. Weiß man dort nicht, dass Sie Arzt sind? So viele Mitarbeiter sollte es doch nicht geben. Das habe ich der Verwaltung auch gesagt. Aber Dick, unser Wachmann, besteht darauf. Er ist sehr gewissenhaft und kann sich anscheinend schlecht Gesichter merken. Ah. Was können Sie mir über den Wachmann im Krankenhaus sagen? Irgendwie finde ich den Kerl interessant. Früher war er Polizist. Er hatte wohl... Es gab einige Probleme. Als er kein Polizist mehr sein konnte, wurde er Wachmann. Woher kennst du ihn? Er saß gestern im Diner. Ah, richtig. So seltsam es sich anhört, aber ich glaube, er lebt für seinen Job. Er lebt dafür, Wachmann zu sein? Er nimmt es mit seiner Arbeit sehr genau. Manchmal etwas zu genau. Das war's erstmal. Wenn du noch Fragen hast, komm ruhig vorbei. Wie kriege ich den Ausweis? Mir fällt gerade nichts ein, über das ich mich mit ihm unterhalten sollte. Vielleicht kann ich Soda auf ihn verschütten. Das hat nicht funktioniert. Oder Ketchup. Oder Brot. Ich rede mal mit Mrs. Biber. Vielleicht finde ich ja was. Oh, Mrs. viel, Biber? Viel, viel. Oh, ich kann Kaffee trinken. Ah, ich kann Kaffee über ihn verschütten. Dann muss er sein Jackett ausziehen. Das ist natürlich... Ich hätte gerne einen Pott Kaffee. Kommt sofort. Hast du Geld, Junge? Dafür muss ich den Automaten knacken. Immer arm, der Student. Ja, habe ich doch so gekriegt. Okay, alles klar. Erpresserbrief. Ich frage erstmal die anderen Sachen. Wo war Ihr Mann eigentlich heute Nacht? Was geht dich das an? Was hat er mit Fuller zu tun? Das frage ich dich. Dieser schräge Typ, der gestern hier war, der mich angerempelt hat, haben Sie den noch mal gesehen? Ein Typ, der gestern hier war? Na, daran muss ich mich ja erinnern. Ist doch nicht viel los hier. Ach, der? Nein. Seit er hier war und mich ausgefragt hat, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Was wollte er? Hat nach einer Miss sowieso gefragt. Miss Angelina Morgan? Kann schon sein. Und Sie haben ihn nicht wiedergesehen? Nö. Sagen Sie es mir, wenn Sie ihn wiedersehen? Vielleicht. Zu freundlich. Blaues Auge. Toter Fuller. Fangen wir mit den harmlosen Sachen an. Haben Sie gehört, was mit Fuller passiert ist? Ja, aber ich will nicht darüber reden. Warum nicht? Sie haben ihn gehasst. Vielleicht wird Ihr Leben einfacher, wenn er nicht mehr da ist. Wie kannst du so etwas sagen? Er ist ermordet worden. Du tust ja so, als hätte ich ihm das gewünscht. Haben Sie denn? Nein! Nach allem, was er Ihnen angetan hat? Was? Was weißt du davon? So einiges? Nichts. Nichts weißt du. Und wenn doch, dann behalte es für dich. Sonst? Ergeht es mir wie Fuller? Verschwinde! Sorry, Mrs. Biber. Erpressung. Was ist mit Ihrem Auge passiert?
Lassen Sie mich raten. Von der Treppe gefallen? Ja. Und Ihr Mann stand unten und hat gerade Boxtraining gemacht. Was geht dich das an? Ich verstehe es nur nicht. Wie oft kommt das vor? Nicht oft. Manchmal. Vielleicht sollten Sie in ein Bungalow ziehen. Ohne Treppen. Du meinst, du alleine kannst mir Ratschläge geben. Bist du verheiratet? Gibt man dabei seinen Stolz ab? Du warst noch nie verliebt, sonst würdest du so etwas nicht fragen. Was willst du trinken? Ist es zu früh für einen Schnaps? Was meinen Sie? Ach, Mrs. Biber? Erpresserbrief, Erpressung. Sind 15 Ben Franklins ein Motiv für einen Mord? Was? Die 1500 Dollar, die Sie Fuller zahlen mussten. Verschwinde, du kannst nicht, du hast... Keine Beweise. Vielleicht habe ich die. Es wäre Zeit, mit der Wahrheit rauszurücken. Ich habe Fuller nicht ermordet. Wo waren Sie zum Tatzeitpunkt? Bist du jetzt Polizist? Wäre es Ihnen lieber, wenn wir die Polizei hinzuziehen? Ich war zu Hause. Allein? Mit meinem Mann. Das glaube ich Ihnen sogar. Das Veilchen erzählt davon. Oh Mann. Erpressung. Erpressen wir Sie jetzt, oder? Eine Freundin von mir wird verdächtigt, Fuller ermordet zu haben. Das tut mir leid. Sie wurde in eine Falle gelockt. Sie hatte kein Motiv. Sie wurde schließlich nicht erpresst. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wen hat Fuller noch erpresst? Hatten außer Ihnen noch andere Leute ein Motiv? Was erlaubst du dir? Ich bin nicht erpresst worden. Es tut mir leid, was mit deiner Freundin passiert ist. Aber wenn sie unschuldig ist, wird man sie nicht lange festhalten, oder? Und von einer Erpressung weiß ich nichts. Sie wollen mir also nicht helfen, eine Unschuldige aus dem Knast zu holen? Ich kann nicht. Okay, das war's erstmal. So, dann... Ich wette... Ja. Wir können den Kaffee da auf die Jacke kippen. Dann kriegen wir seine Karte und können endlich in die Leichenhalle. Oh Mann, sorry. Ah, das wollte ich nicht. Sorry. Schon in Ordnung. Du hast deine Gedanken woanders. Kann ich ihm jetzt nachgehen? Geben Sie her, Dr. Newhouse. Ich spüle den Fleck raus. Danke. Nichts für ungut. Ist ja nichts passiert. Ich muss das nur kühlen. Das nenne ich einen ordentlichen Kaffeefleck. Und das Namensschild hängt immer noch am Kittel. Zack, bumm. Damit habe ich den Ausweis. Ausgezeichnet. Der Wächter vor der Leichenhalle wird bestimmt nicht so genau hinsehen. Hoffentlich. So, jetzt gehen wir nämlich direkt... in die Leichenhalle. Aber hier speichere ich erstmal. Nicht, dass es uns doch zum Verhängnis wird hier. Vielleicht sollte ich auch mehrere Safe Games anlegen mittlerweile, falls ich doch irgendwie was falsch mache oder wieder ein Bug ist. Mal sehen. Ja? Hallo. Liefern Sie was? Ja. Lieferschein. Seife. Das Paket... habe ich hier. Okay. Darf ich jetzt rein? Einen Ausweis habe ich auch. Also gut, kannst rein. Juhu! Er hat nicht auf den Namen geguckt. Alles klar. Oh, hier gibt es aber einiges zu gucken. Oh, da hinten wird Fuller liegen. Alles klar, was haben wir hier? Bahre. Eine Bahre aus Metall. Die Ränder sind etwas angewinkelt, damit kein Blut auf den Boden tropft. Sie steht auf Rollen und wird etwas klapprig. Vermutlich wird er zur eigentlichen Obduktion in einen anderen Raum gebracht. Genau so eine Bahre steht auch draußen auf dem Flur. Ich denke, sie ist für den Transport von Toten gedacht. Der obere Teil lässt sich abnehmen. Eine Bahre aus Metall. Vermutlich wird er zur... Genau so eine Bahre steht auch... Okay, da können wir nichts mehr machen. Sag nicht, ich muss den da draufschieben oder sowas. Oh, Spritze. Warum nicht? Eine Spritze...
Ziemliches Kaliber. Ich schätze, damit werden irgendwelche Flüssigkeiten abgesaugt. Eine Grippeimpfung würde ich damit zumindest nicht bekommen wollen. Ja, nimm sie doch mit. Eine Kaliberspritze. Super. Was haben wir denn noch hier? Clipboards. Insgesamt 6 Clipboards. Mal sehen. Das sind Aufstellungen, welche persönlichen Gegenstände ein Toter bei sich hatte. Aber hier stehen keine Namen. Auf dem ersten nur eine große 394. Ich schätze mal, die Nummern auf den Listen hier beziehen sich auf die Nummern der Schachteln. Das heißt, wenn ich herausbekomme, welche dieser Listen zu Fuller gehört, weiß ich, in welchem Kasten seine Sachen sind. Einige Dutzend Schachteln. Sie scheinen luftdicht verschlossen zu sein. Auf jeder Schachtel klebt eine Nummer. Ich glaube, die persönlichen Gegenstände der Toten werden in ihnen aufbewahrt. Okay, mal Nummer sehen. 394. Haarbürste, Lippenstift, Autoschlüssel, Spiegel. Das wird wohl kaum Fullers Tascheninhalt sein. Nummer 412. Brieftasche, Schlüssel, Polaroid-Foto. Das könnte Fuller sein. Oh, Moment. Ein Ehering. Fuller war nie verheiratet. Also 412 ist er nicht. Nummer 433. Kreditkarten, Ohrringe, Fußkette. Nein, nicht Fullers. Nummer 448. Brieftasche, Führerschein, Kreditkarte, Schlüssel, Quittungen. Ich würde nicht ausschließen, dass das Fuller gehörte. Allerdings bin ich mir nicht sicher. Nummer 442. Führerschein, Fotos, Kleingeld, ein Schnuller, Babypuder. Definitiv nicht Fuller. Nummer 399. Messer, Taschenlampe, Skimaske, Dietriche, Kleingeld, Plastikbeutel. Wenn Fuller nicht gerade heimlich auf Diebestour gehen wollte, als er ermordet wurde, dürfte das nicht seins gewesen sein. Nummer 408 und es ist die einzige Schachtel, die übrig bleibt. Die muss es sein. 448. Die Nummer von Fullers Schachtel ist 448. Nur, wo ist die Schachtel 448? Jetzt sag nicht, die ist nicht da. 448. Das ist Fullers Schachtel. Fullers Schlüsselbund. Das könnte interessant sein. Und hier sein Portemonnaie. Führerschein, ein paar Dollar, Kreditkarte, einige Quittungen. Aber keine Geheimzahlen oder sowas in der Art. Wir wissen, ich denke, ich nehme den Schlüsselbund mit. Das Portemonnaie und der restliche Kram helfen mir wohl nicht weiter. Okay. Sehr gut. Sehr gut. 3 Uhr nachmittags. So, wie kommen wir hier raus? Zurück. Wir hätten auch einfach wahrscheinlich an seinem Zeh gucken können hier, oder? So, Schubfächer. Aber wir gucken uns hier erstmal um. Entweder ist man davon ausgegangen, dass Biddeford mal 50.000 Einwohner bekommt, oder die Menge der Kühlfächer ist ziemlich übertrieben. Das stimmt wohl. Da müsste schon die halbe Stadt einen kollektiven Herzinfarkt bekommen. Wäre ich jetzt fies, würde ich sagen, sie sind für die Corona-Toten. So, Mob. Jedes Jahr sterben tausende Leute an Infektionen, die sie sich in Krankenhäusern geholt haben. Die Frage ist nur, ob der Hygienewahn besser ist. Die eingesetzten Putzmittel sind selber nicht ganz ungefährlich und die Erreger werden immer widerstandsfähiger. Sehr kritisch. Tja, alles recht sauber hier. Aber letztendlich macht ein toter Mensch ja auch weniger Dreck als ein Lebender. Naja, zumindest wenn man ihn nicht aufschneidet. Oh Mann, das ist so morbide teilweise. Okay, gehen wir mal zu Fullers Leiche. Vielleicht können wir ihm Blut abzapfen oder so. Kein schöner Anblick. Fullers Körper ist mit Stichwunden übersät. Sie haben ihn entkleidet. Hier werde ich keine Hinweise finden. Darauf verzichte ich lieber. Wer immer das war, er muss wie von Sinn gewesen sein. Darauf verzichte ich lieber. Okay. Können wir ihm vielleicht mit der Spritze Blut abnehmen? Darauf verzichte ich lieber. Okay, darauf verzichte ich lieber. Bare können wir auch nichts machen. Wie finde ich denn sein Gewicht raus? Wahrscheinlich muss das Gesicht. Das Gewicht muss wahrscheinlich passen. Irgend so ein dämlicher Scheiß wird da noch sein. So, dann mal direkt wieder in Fullers Laden. So, dann Arizona.
Strand, Schloss, chinesische Mauer, Monument Valley. Ist das nicht Arizona? Hawaii. Müsste der Strand sein. Strand. Dann Ägypten ist die Sphinx. Dann wahrscheinlich chinesische Mauer und Schloss. Tada! Es ist so einfach. Die Schellen sind offen. Die Leinwand ist hochgezogen. Geheimtür. Ein ziemlich abgenutztes Ziffernfeld mit kleinen Metalltasten. Ich schätze mal, hier muss ein Code eingegeben werden, der dann die Tür öffnet. Können wir nicht den Schlüssel nehmen? Das ist Fullers Schlüsselbund. Schlüssel für den Laden, seine Wohnung, Briefkasten, Auto und... Aha. Das ist interessant. Das hier ist kein normaler Schlüssel. Es ist ein kleiner, sechseckiger Stift aus Messing. Sieht fast so aus wie ein Aufziehschlüssel für ein Spielzeug. Dann wird das für die Uhr sein. Also kommen wir wahrscheinlich nur mit Code. Wir brauchen jetzt auch noch einen Code hier. Das wird nicht funktionieren. Nein, die Tür hat kein Schlüsselloch. Anscheinend kann man sie mit einem Code öffnen. Links ist ein Eingabefeld. Alles klar. So, Briefkasten könnte interessant sein. Kommen wir nicht an den Briefkasten. Okay, alles klar. Ich dachte, wir finden hier noch den Brief. Dann, zur Aufziehuhr. Das wird sicherlich das nächste Rätsel. Ich speichere mal schon mal. Diesmal neuer Eintrag. Speichern. Den nennen wir dann mal... Schaui 2. Alles klar. Achso, wir müssen erst reingucken, drauf gucken und dann auf das Loch. Dann halt so. Ich kann nichts Auffälliges entdecken. Höchstens dieses kleine eckige Loch am Ziffernblatt. Wird die Uhr damit aufgezogen? Nein. Damit. Mal sehen, was passiert, wenn ich den Schlüssel drehe. So, ich habe die Uhr aufgezogen. Ich drücke den Schlüssel jetzt rein. Huch, es hat geklickt. Hörte sich an, als wäre im Inneren der Uhr etwas verstellt worden. Hoppla, was ist das denn? Die Schachtel war in der Uhr versteckt. Eine Schachtel. Was ist das für eine Schachtel? Komm schon, ich brauche einen Hinweis auf die verdammte Kombination. Ah, oh, Fotos. Aha. 4 Negative. Negative. Also... Ab zum Negativleuchttisch, zum Leuchttisch. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was? Ich muss sie übereinander legen. Wahrscheinlich auch noch drehen, ne? Müsste es hier richtig rum sein? Aha. Ah, verstehe. Eigentlich müssen sie doch... Das Haus ist doch richtig rum, ha?
Das passt anscheinend nur so. Zwei, acht, 2862. Nein. Ja? Oh, was gibt es denn sonst noch für Merkmale, an denen wir uns, in denen wir das ausrichten können hier? Das könnte ja alles Mögliche sein, ne? Ich dachte, wir müssten sie einfach nur richtig rumlegen. Oder doch? Ah, 2482. So geht das. Dann war das auf dem Kopf. 2482. Richtig angeordnet ergeben die beiden Digitalziffern. Ich bin mir sicher, dass das die Codenummer für die Geheimtür ist. Die Negative waren Fullers Gedächtnisstütze für den Notfall. Na dann. Jetzt muss wahrscheinlich das Gewicht noch stimmen. Also schön. Das verstehe ich nicht. Der Code muss richtig sein. Hat sich zumindest so angehört. Es muss etwas anderes nicht stimmen. Wenn es wirklich eine Waage ist, dann könnte sie Fullers Gewicht messen, während er eine Geheimnummer in dieses Ziffernfeld eingibt. Nur wenn beides stimmt, öffnet sich die Tür. Wäre auf jeden Fall ziemlich geschickt. Und für mich ist es ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wie schwer Fuller ist. Das muss ich herausbekommen, wenn es hier weitergehen soll. Na dann, zurück ins Krankenhaus.